Aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch sehen. Hallo? Hallo? Sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, Sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal an die Kette gelesen. Tut mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Hier sieht doch alles gleich aus in dem Dschungel. Ich weiß nicht, wie der hier irgendwas als bekannt identifizieren kann. Keine Spur von ihnen hier. Tja, dann gucken wir mal weiter. Zum Beispiel da hinten. Keine Spur von ihnen, nur Bäume. Haben wir noch was auf der rechten Seite vielleicht? Ja, zwei Sachen. Gucken wir erstmal das hintere an. Da vorne ist Rauch. Ah. Na dann. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Galte damit zu tun. Was war das? Oh oh. Warum zum Teufel sollten sie das tun? Aha, nett! Ja, was denn noch alles? Tut mir leid, ich muss mal kurz überlegen. Ja, aber mit einer Arschruhe, ne? Während wir hier am Kreiseln sind. Ich ahne schon, wie das endet. Oh, scheiße. Ups. Ich bin gestorben. Tut mir leid, ich habe gerade überhaupt nicht mitgekriegt, dass da unten dieses Ding ist. Dann sind wir also zum ersten Mal gestorben und werden das gleich nochmal probieren. Tut mir leid, ich muss mal kurz übernehmen. Oh. Und ich habe mich hier auf kurz Pause eingerichtet. Natürlich! Ja, andere Plätze sind was für andere. So, nochmal, neuer Versuch hier, okay. Ah, da unten. Zack, geht's auch. Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosaurier-Sphäre durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Alter Spinner. Gut, haben wir den Helikopterabsturz auch mit Gold abgeschlossen. Das läuft. Oh Mann! Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Ja, das wird helfen. Tape schafft alles wieder. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Oh oh. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein, aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Das klang nicht wie Menschen. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Na dann, Oscar von der anderen Seite bitte. Und seid vorsichtig, Freunde. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Ich denke, das gibt einen Hinterhalt, aber wir können ja mal schauen. Vielleicht sind sie auch einfach geflüchtet. Hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Ja, unglaublich viel Blut. Das war bestimmt ein Schlachtfest. Mensch, Junge, wenn da jemand gestorben wäre, dann wäre da ein bisschen mehr Blut. Außerdem wäre eine Leiche da. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen.
Oh oh. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Ach. Na, das kann ja was werden jetzt. Aha. Oh Mann. Oh, schlecht. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Ich glaube auch. Oh oh. Du Misty. Das ist gar nicht gut. Sauber abgewehrt. Oh. Das war ja mal ein richtiger Kampf. Bam. Schnapp ihn dir. Wo ist denn Oscar? Ja, aber sowas von. Alles okay? Oscar, puh. Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alles. Hat er es gerade mit einem Tritt umgebracht fast? Hey, beruhig dich, Rosa. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Ich konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Was zur Hölle? Was war das denn? Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Und spätestens an dieser Stelle wissen wir, Nima war schon mal hier und kennt sich hier sehr, sehr gut aus. Yay! Achterbahn! Bone Shaker! Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Na, das ist doch mal was. Da freue ich mich doch drauf. Das wird spitze. Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Ihr Monster! Es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Wege benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Na spitze. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sine. Hä? Und es ist immer eine ganz gute Idee, mit einer unfertigen Achterbahn zu fahren. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Sine zu bekommen. Und die Alte macht mal wieder nichts, ist hey, klar. Dad! Wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Yay. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Okay, wir haben hier einen Drehteller und wir haben da einen Wagen, den wir einbauen müssen und hier welche, die wir wegschaffen müssen. Gucken wir uns das Ganze mal von hier drüben an. Aha. So suchen Sie also die Wagen aus. Spaßig. Gut, bring die Autos in der richtigen Reihenfolge auf die Strecke, bis zu vier Autos gleichzeitig passen darauf. Gut, wie kann ich denn jetzt hier... Ich möchte gerne erstmal den Wagen hier reinschieben, damit wir die beiden zusammen haben. Kann ich das denn irgendwie... Los, das Gerüst muss
muss von der Szene runter. Ach so. Ja, klar. Das Gerüst bewegt sich kein Stück. Es sei denn, sie sind sehr viel stärker, als sie aussehen. Ja, Klugscheißerin. Sieben! Ich kann nicht. Schieben Sie doch. Halt die Klappe, Klugscheißerin. Wir gucken mal, ob wir was finden hier. Das sieht schon mal, das sieht ja sehr vertrauenswürdig aus hier vorne. Da möchte ich unbedingt mitfahren. Definitiv. Ne, hier haben wir ansonsten nichts. Das heißt, ich kann hier bloß drehen und irgendwie die Wagen drauf. Na, mal gucken. Aber erstmal können wir ja hier schauen. Gehen wir mal zu Jerry rüber. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Oh. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Kraftwerk ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde es eher Generator nennen oder sowas. Es sei denn, die haben hier gleich ein ganzes Atomkraftwerk aufgebaut oder so. Ich halte es aber für unwahrscheinlich. Hier ist nichts. Na sowas, dann gehst du mal da drüben hin, Mensch. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Nee, das ist... aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter. Der Blitz ist umsonst drauf gezeichnet. Ganz bestimmt, Jess. Ach. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Gute Wahl, gute Wahl. Nehmen wir mal einen Stein hier. Genau. Wir müssen uns ja nicht die Hände kaputt machen. Damit sollte ich reinkommen. Du kannst das auch machen, indem du einfach... Ja. Super! Du hättest auch einfach dagegen schlagen können und nicht werfen müssen. Also das hätte genauso geklappt. Können wir denn jetzt von innen das Ganze... Ja. Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht dran. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Irgendwas auf dem Boden liegen, was uns helfen könnte? Ein Stock oder so? Nö. Hier ist wirklich... Was soll ich denn hier machen? Fummeln wir einfach nochmal drin rum. Ich muss irgendwie an diesen Türen vorbei. Ach sowas, echt? Hätte ich ja gar nicht gedacht. Gut, dann schauen wir uns erstmal weiter um. Hier oben ist das. Gut, die zwei Sachen haben wir uns noch nicht angeguckt. Gehen wir erstmal hier hin. Mit Jerry? Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Sobald der Generator geht, nehme ich mal so an. Ach, das... Was übersehen wir hier? Vielleicht, dass kein Strom da ist? Ich weiß es ja nicht. Gut, dann gucken wir noch hier hinten. Ah, das sieht doch gut aus. Damit kann man doch bestimmt Türen herausreißen. Der Plan scheint zu funktionieren. Gut. Dann benutzen Sie ihn. Das ist eine gute Idee. Komm rüber zu Jess damit. Und dann rammen wir ihr mal einen Haken in den Rücken oder so. So. Oh. Ja, ich sollte natürlich auch zu Jess wechseln und das Ding festmachen. Das könnte natürlich helfen dabei. Okay. Darf ich? Ja, sehr gut. Hier, Jess. Einmal den Haken festmachen, bitte. Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Na, was wohl? Was denkst du, warum ich den mit dir gerade da hingeschoben habe? Doofe Kuh. Ja, Bungee-Sprung. Doofer Kerl. Hey, Dad, wie wär's, wenn wir den Kran komplett ausfahren und von oben Bungee-springen? Das glaube ich nicht. Witzloser Kerl. Hast du diesmal einen besseren Plan für den Haken? Willst du mich verarschen, oder was? Na, rat mal, was ich machen will. Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Ach. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Schön. Super. Gut, dann kommen wir jetzt endlich ran. Dann machen wir mal den Grid Override hier. Hossa. Okay, schon mal eine. So, und den Antrag... Achso, wir sollen einfach nur beide Schalter umlegen und fertig, ne? Dann ist ja gut. Bitte sehr. Haben wir jetzt Strom? Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Yay! Yeah. Cool! Okay, komm zurück. Oh-oh. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex.
Ich glaube, das würdest du am Rütteln der Erde merken, mein Mädchen. Nee, aber das Geräusche oder dieses Gequatsche von dem Lautsprecher, das haben wir ja schon gerade eben mit Yoda und Oscar gehört. Also, das war die Szene, die wir gerade eben hatten. So fügt sich das Ganze auch mal zusammen. Okay, können wir jetzt irgendwas machen hier? Nein, ich will doch gar nicht drehen. Ach, Mensch. Drehen wir noch ein bisschen weiter. So. Da wollte ich hin eigentlich oder dabei bleiben. So, kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Oder muss ich da auch mit dem Kran? Schaff ich niemals mit bloßen Händen. Ja, ist ja gut. Dann müssen wir halt wieder den Kran einsetzen. Hier, Jerry, du bist dran. Bitte mal, achso, bitte mal rüber. Bitte mal ganz rüber. Und jetzt wieder Jess den Haken in den Rücken rammen, bitte. Gut, ich hoffe, das bringt's jetzt auch. Mal schauen. Nee, da nicht. Hier. Ja, das sieht gut aus. Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Oh. Nein, ja, an dir selbst, genau. Dranhängen und verhungern lassen. Mach dich an die Arbeit. Sympathico. Damit können wir was anfangen, oder? Warum braucht ihr eigentlich immer eine Bestätigung? Soll sie es doch einfach machen und fertig. Ja, hier kommt Gerüst. Zurück, Jess. Auf die ganz feine Art und Weise mal wieder. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Ja, wenn ihr mir sagt, wie, dann gerne. Aha. So, da haben wir den jetzt schon mal da drauf. Dann gehen wir jetzt hier rüber und drehen mal die Kiste. So, einen Wagen ab, bitte. Ist ja ein unglaublich kompliziertes Rätsel. Das überanstrengt mich ja total, muss ich schon sagen. Aber ich muss euch sagen, ich habe ja wie gesagt mir schon mal ein Let's Play von diesem Spiel angeschaut, bevor ich es jetzt hier zum ersten Mal selber spiele. Es gibt Leute, die schaffen es echt, an diesem Rätsel zu verzweifeln. Achso, es kann natürlich sein, dass ich die jetzt in die richtige Reihenfolge bringen muss. Dann würde ich natürlich nochmal eben kurz sortieren müssen. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir sacken die Wagen eben kurz an hier. Aha, es funktioniert. Ja, halt die Klappe. Hey, das ist echt ziemlich cool. Ist ja super. So, dann den auch nochmal kurz. Vier Wagen, hat sie gesagt, können wir dran machen, ja? So, können wir den denn dann... Ja, wunderbar. So, jetzt möchte ich das Ganze nochmal bitte drehen. Boah, passt gerade so. So. Aber ich muss sagen, das macht das Rätsel jetzt auch nicht wirklich schwieriger. Wir packen jetzt einfach die Wartungswagen nach innen und die beiden anderen dann jeweils auf die äußeren Seiten davon. Schöne Geräusche sind das auch. Und dann können wir die nach Belieben hier ordnen und es stellt nicht das geringste Problem dar. So, bitte mal drehen. Bitte nochmal drehen. Wunderbar. Wagen Nummer 2. Und jetzt Wagen Nummer 3. Und damit hätten wir es auch schon. War doch wirklich simpel. Glaubst du, ist's richtig? Ja! Alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind sie dran. Was wollen sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Wie auch immer. Wenn du meinst, dass du Zeit hast, dir später darüber Gedanken zu machen, dann ist es okay. Was soll ich denn jetzt machen? So genau? Ich weiß es gar nicht. Achso, wir könnten vielleicht hier hingehen. Natürlich, wir müssen noch den Wartungsmodus anstellen. Zack, fertig. Alles klar. Sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Das ist aber schön. Los geht's. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher.
Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Nee, 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 nee.